Moin Leute, zurück bei Destiny 2 mit dem Surtag. Wie man sieht, er ist auf dem Turm. Ja, ich zeig mal kurz, wo er hin muss. Also hier landet so ein Hof, ne? Und dann hängt er hier oben auf dem Geländer an der Ecke im Hangar. Da gehen wir jetzt direkt hin. Zudem läuft er jetzt gerade ja Into the Light, beziehungsweise ins Licht. Ja, das kleine DLC für jedermann. Ja, ob es gut oder schlecht ist, wird sich nachher noch zeigen. Ich will natürlich noch probieren, die Einsiedlerspinne zu bekommen. Aber aktuell habe ich wenig Zeit und das Wetter ist einfach zu schön, da war ich ja die ganze Zeit draußen, deswegen habe ich wenig gespielt. Mal gucken, ob ich dieses Wochenende noch Zeit finde, mal abwarten, aber für euch gibt es auf jeden Fall was zu holen, definitiv. Ja, jede Woche kommen neue Waffen rein, 12 Stück an der Zahl, diese Woche sind die meisten Waffen da, die man kriegen kann, in der Halle der Champions und da solltet ihr auch am besten hinterhergehen. Wie gesagt, Einsiedlerspinne ist bei mir ganz oben, ob ich die kriege oder nicht, wird sich zeigen. So, jetzt aber erstmal Gesur hier, wartet auf uns, mal gucken, was er dabei hat. Ist ein Gramm hier nicht sofort ziehen? Sondern erst das rechts kaufen, was euch in der Ex-Sammlung fehlt. Sonst kann das nämlich hier eventuell rausdroppen. Ihr könnt hier reingucken mit Dreiecken Vorschau. Das, was abgehakt ist, habt ihr schon. Was nicht abgehakt ist, habt ihr nicht. Also sprich, wenn die drei Sachen nicht abgehakt sind, hättet ihr eine 1 zu 3 Chance, das 1 zu 3 Sachen droppen, wenn ihr das in Gramm zieht. Erst in Gramm kostet, wenn es zieht, hier 97 legendäre Bruchstücke. Das zweite Mal ist exotischer Code. Ihr könnt zweimal dieses in Gramm ziehen. So, diese Woche haben wir einmal hartes Licht. Automatengewehr als Waffe kostet 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier folgende Sachen drauf. Polygonlauf. Legendes Magazin, die Grundlagen, ja. Dann hier einmal Kompositschaft, da gibt es auch einen Cut, müssen eine Cut-Übersicht gucken, wo man es kriegen kann. Und flüchtiges Licht. Geschosse aus dieser Waffe haben reduzierten Schadensabfall, durchdringen Ziele und prallen von harten Oberflächen ab. Projektilschaden erhöht sich nach Abprallen. Also Abpraller machen mehr Schaden. Ja, ich habe ein paar Ornamente auch. Die Zukunft des Chrom habe ich einmal, dann einmal tödliches System und hier einmal noch Winterdämmerung. Ja, geht so. Die Waffe habe ich mal eine Zeit lang gespielt, aktuell gar nicht mehr. So, Glücksbärige, Brustschutz für den Jäger hier, Gesamtwert 64, Mobilität erhöht, Disziplin und Ballastbarkeit, die Aufteilung ist nicht ganz so gut, aber auch hier meine Empfehlung, wenn ihr eine Glücksbäre habt als Brustschutz, was schlechtere Werte hat, dann holt das hier ab bei Gesur und schmeißt das andere oder infodiert das hier rein vom Powerlevel her oder recycelt es einfach. Ja, guckt bei Gesur immer dann, ob da Sachen bei sind, die vielleicht ein bisschen besser sind von den Werten her, als das, was ihr vielleicht zum Beispiel im Tresor habt. So, kostet 23 legendäre Bruchstücke, da haben wir hier einmal Wahrscheinlichkeitsmatrix, erhöht die Kettenfähigkeiten von Akkusblitzgranaten, wenn du Feinden mit Blitzschlägen Schaden zufügst, die sich aufschrecken, und ionische Spuren sammelst, erhältst du zusätzliche Akkusblitzgranatenenergie. Akkusblitzgranaten betäuben Überladungschampions und verzögern ihre Gesundheitsregeneration. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Müsst ihr die Blitzgranate spielen. Ornamente gibt's nicht. Wie gesagt, auch hier, wenn es in Sammlung fehlt, mitnehmen. So, einäugige Maske war früher ein Muss für jeden Titan im PvP. 67er Wert, Disziplin erhöht, Mobilität und Belastbarkeit. Die Aufteilung ist okay, der Wert ist auch okay eigentlich. Ja, also auf jeden Fall gut für PvP, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Vergeltung. Markiert das Ziel, das es wagt, dir Schaden zuzufügen. Finde und vernichte es für einen Überschild. Eigentlich gar nicht, immer noch eigentlich gut für PvP. Wie stark das jetzt hier genervt wurde, weiß ich gar nicht genau. So, gibt auch Ornamente, ich habe leider keins. Aber wie gesagt, wenn es fehlt, auch hier mitnehmen. So, Fluchtkünstler, Panzerhandschuhe für den Warlock, 66er Wert. Erholung, Disziplin extrem erhöht. Das ist natürlich immer extravagant, diese Aufteilung mit Erholung und Disziplin. Kann man sich vielleicht mitnehmen, da vielleicht einige Bald-Orders zusammenstellen. Ja, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal dynamisches Duo, L1 drücken und gedrückt halten, um deine Arkusgranate in eine Arkusseele zu verwandeln und verstärkt zu werden. Die Arkusseele fungiert als autonomes Geschütz. Also auf jeden Fall mitnehmen, Fluchtkünstler. Ein gutes Exo für den Warlock, definitiv. So, habe ich zwei Ornamente hier einmal. Irons Prahlerei. Ja, sieht eigentlich nach nichts aus. Und dann hier einmal Flug des Abfangjägers. Das sieht schon ein bisschen cooler aus, wie ich finde. Ja, wie gesagt, wenn es fehlt, auf jeden Fall mitnehmen, ne? So, legendäre Waffen. Hier empfehle ich natürlich immer Waffen freizuschalten, wo ihr auch Baupläne für bekommt. Diese dann schmieden. Ja, aber wenn ihr neu dabei seid, sind hier vielleicht auch Waffen dabei, die euch vielleicht helfen. Was jetzt gut ist und was nicht, kann ich gerade nicht sagen. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Dann müsst ihr selber die Perks austesten und gucken, ob euch da irgendwas gefällt. So, flüsternde Platte, Kampfbogen hier einmal mit Hochspannungssehne, Polymersehne, Carbonfeilschaft, schraubenförmiges Gefieder, Tempo des Schützen und hier einmal Haudegen mit Zielerfassung. Dann hier gedankenlos Scharfschützengewehr mit kanierter Lauf, Pfeilspitzenbremse, vergrößertes Magazin, taktisches Magazin, wie ein Felsen in stürmischer See, Schützenlinie und hier einmal Landpanzer mit Handhabung. Dann hier Drang, Barock-Pistole, eine sehr gute Pistole, auf jeden Fall mitnehmen, die ist eigentlich sehr gut. Mit kalierter Lauf, Kleinkaliber, vergrößertes Magazin, weitmütiger Magazinschacht, dann wirklich Zielscheibe,
Rückholaktion und hier einmal im Übermaß mit einmal in Reichweite. Ich weiß nicht, ob das die Perks und wie gut sind oder nicht. Ich kaufe die aber erstmal, weil ich brauche noch eine Pistole. Die Entscheidungsschrotflinte hier einmal mit folgenden Sachen. Vollschauk, gezogener Lauf, stabile Geschosse, Leichtmagazin, im Rutschen, Doppelpunch mit einmal Handhabung, dann hier einmal Überdauern, Impulsgewehr, Pfeilspitzenbremse, kanalierter Lauf, panzerbrechende Geschosse, Weitmagazinschacht, auf Abstand, erster Schuss und hier einmal Desasterplan und mit Reichweite, Ehrengrad, Schwert, hier einmal hungrige Klinge, aussondernde Klinge, ausgeglichenes Schwertgefäß, schweres Schwertgefäß, unablässige Treffer, zerschmetternde Klinge mit Schlagkraft, dann hier zum Schluss noch Ewigkeitsklinge, Schwert mit geschliffene Klinge, hungrige Klinge, zerklüftete Klinge, unendliches Schwertgefäß, Energietransfer, Gegenangriff und hier einmal noch Schlagkraft. So, das Set diese Woche ist einmal verlorener Pazifik Set komplett. 61er Wert, 64er Wert, 65er Wert, 65er Wert. Ja, ist okay. Wenn ihr noch eine legendäre Rüstung sucht, komplett Set hier, die Werte sind okay für neue Leute, die bei Destiny 2, könnt ihr vielleicht dann mal probieren, die Rüstung. Also an sich ist die okay, aber mehr noch nicht. Mehr als okay ist die nicht. So, Falkenmond diese Woche mit folgenden Perks. Einmal Kleinkaliber, Ligismagazin, fixer Zug und hier einmal Polymergriff. Dann haben wir hier noch ein paar Ornamente, wenn ihr noch mal sehen wollt, auf Ascheflügeln, Glückspilz und hier einmal Astro-Raptor. Ja, und dann hier die Xenologie, ne? Die Quest immer fertig machen, dann droppt ein exotischer Code. Mit diesem exotischen Code könnt ihr zum Beispiel das Engram noch einmal ziehen. Also hier, ich sag einmal für 97 legendäre Bruchstücke und dann mit dem exotischen Code nochmal. Ja, dann wünsche ich viel Spaß noch weiter bei Ins Licht und guten Loot und wir sehen uns wieder. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und ja, danke für den Support, ne? Tschüss!